Hallo liebe Freunde, ja heute geht es wieder um ein Schneidbrett. Wieso, weshalb, das wissen einige von euch. In den letzten News hatte ich ja gezeigt, das Schneidbrett aus Multiplex-Resten ist leider kaputt gegangen. Also zwar jetzt nicht komplett auseinandergefallen, aber es ist ein Riss entstanden und dadurch auch eine Wölbung. Schaut euch einfach die News an. Ja, und ich habe mir jetzt mal vernünftiges Holz bestellt und zwar habe ich mir so eine Nussbaumscheibeplatte bestellt. Massives, schönes Nussbaum. Holz. Ja, und zwar sieht das Ganze so aus. Es hat eine Abmessung von 1,20 m mal an der schmalen Stelle 32 cm und an der breiteren Stelle sind es 42 cm. Der Andi von Andis Werkstatt ist ja gerade voll in seinem Element. Er baut da richtig schöne Schneidbretter. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr gerne mal bei ihm reinschauen. Und da habe ich mir gedacht, so cool. Der nimmt da richtig schönes Material für und dementsprechend sehen die Ergebnisse auch gut aus und sind natürlich auch sehr, sehr stabil für einige Jahre. Ja, deswegen habe ich mir, wie gesagt, das Brett aus dem Internet bestellt. Für die Leute, die sich interessieren, woher ich diese Platte her habe, geht mal bitte auf Designholz. Das ist jetzt zwar ungewollte Werbung, aber ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sich dafür interessieren und mich immer wieder anschreiben. Um das zu vermeiden, erwähne ich das jetzt am besten im Video. Ja, da würde ich sagen, fangen wir an. Achso, vorab möchte ich nochmal sagen, dass ich keine Bandsäge habe. Das wissen auch einige, auch das hatte ich in den News erwähnt. Deswegen werde ich das mit einer Stichsäge, die Form mit einer Stichsäge aussägen. Und ja, ich hoffe, dass das trotzdem gut klappt. Legen wir los. So, ich habe mir jetzt die Stelle. Das ist schon ein Drittel von der ganzen Platte, was hier weg muss. Die Stelle habe ich mir markiert. Die Fläche soll schon mal 500 haben und der Griff sollte auch so, ja, so 100, 160. Gut, das Stück werden wir jetzt erstmal absägen. Den Rest kann ich dann auf Seite tun, dann ist das Arbeiten viel einfacher. So, ihr seht ja, das Holz verläuft so ein bisschen konisch, also von breit etwas ins Schmale. Ich werde aber diese Fläche ja etwas mehr für die Arbeitsfläche nutzen und die schmale Stelle nehme ich dann als Griff, weil der Griff sowieso etwas schmäler sein wird. Ich hatte jetzt mich doch entschieden, den Griff 150 mm zu machen. Ich habe mir auch schon ein paar, so eine Idee habe ich ja schon und das wird ungefähr so sein. Ja, das wird ungefähr so sein. Kann man das sehen? Ja. Ungefähr so soll das aussehen. Und das versuche ich jetzt auf das große Brett zu übertragen. Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt mir mal so eine Form aufgezeichnet. Das sind jetzt mehrere Linien zu erkennen. Es ist natürlich euch überlassen, wie ihr euer Brett ja, gestaltet. Ich habe jetzt hier zwar Ecken eingezeichnet, aber ja, mit einem bestimmten Radius bin ich dann hier einmal drum und natürlich auch dasselbe einmal hier, so dass dann ein Bogen entsteht und an den Ecken sind dann auch eben diese im selben Radius diese Rundungen angezeichnet. Das habe ich hier aus freier Hand gemacht, denn hier wird nachher noch eine Bohrung reinkommen, deswegen ist der Bereich noch ein bisschen etwas größer. Ja, das werde ich dann so aussägen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie säge ich das ganze Stück hier mit der Tischkreissäge aus oder ab, absägen, aussägen, wie auch immer. Weil wir hier überhaupt gar keine gerade Kante haben, die wir in den Parallelanschlag anlegen können. Dazu habe ich mal einen kleinen Trick. Es gibt natürlich Vorrichtungen, die kann man dazu verwenden, aber auf die Schnelle so etwas zu machen, habe ich mir ein altes Brett genommen. Moment, ich zoome mal etwas heraus. So, und dieses Brett hat eine gerade Kante. Wir werden das Ganze jetzt hier an der durchgezogenen Linie, ja, das ist, die ist ja gerade, werden wir hier am
am hinteren und am vorderen Bereich werden wir das Ganze festmachen. Wir können das Ganze natürlich auf das Brett mit doppelseitigem Klebeband draufkleben. Das geht auch. Das verrutscht nicht, das kann ich euch garantieren. Und sägen das einmal durch. Und dasselbe machen wir dann später an der Seite, also mit der Kante. Das werde ich jetzt einmal versuchen. Das mache ich jetzt auch zum ersten Mal, deswegen hoffe ich, dass es gut klappt. So, dann kleben wir uns hier mal das doppelseitige Band drauf. Das ist vielleicht sogar zu viel, Ali. Das Zeug klebt wirklich heftig, also richtig fest. So, drücken wir das mal ein bisschen an, ziehen das ab. Dasselbe machen wir dann auch hier. Das ist eigentlich überhaupt kein schweres Projekt. Das ist ein ganz einfaches Projekt. Man muss halt nur vorher sich Gedanken machen, wie man die Formen ausschneidet und aussägt und. Jetzt werde ich aber noch hier auf die Fläche, ja, die Fläche noch was machen. Das Ergebnis, da bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt mal an einigen Stellen mal geschliffen, um zu gucken, wie sich das anfühlt. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von der Qualität des Holzes und auch natürlich die Oberfläche, wie die sich anfühlt. So, dann werden wir, wie gesagt, die angezeichnete Kante mit der Brettkante bündig oder übereinander legen. Okay, dann stimmt das auch. So, und hier verrutscht nichts mehr. Ja, wenn ihr das ganze gesamte Paket drückt und nach vorne schiebt, da kann nichts passieren, Leute. Ja, vorausgesetzt, ihr nehmt ausreichend Klebeband, doppelseitiges. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Zuschnitt. So, nachdem ich jetzt die langen Kanten abgesägt habe, werde ich das mal. Ach, das ging aber schnell. Das ging aber einfach. Ziehen wir hier mal das ab. So, weg damit. Und dann können wir uns auf das Weitere konzentrieren.
So, der Abrundfräser, der ist dran. Bevor ihr an das eigentliche Werkstück geht, testet erstmal an einem alten Brett, ob die Höhe bzw. ob das alles, die Rundung stimmt, bevor ihr nachher das eigentliche Werkstück versaut. So, dann fangen wir mal an einer geraden Kante an und hoffen, dass das alles gut geht. So Leute, ich habe jetzt einige Schleifvorgänge hinter mir. 120er Papier, 180er und 240er Papier. Und dann können wir unser Wachs auftragen. Also, wisst ihr was? Ich mache das jetzt hier mit der Hand. So fühle ich auch das Holz, den Wachs. Es fühlt sich wirklich super an, Leute. Diese glatte Oberfläche. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt oder was ihr am besten nehmen würdet. Ob Wachs oder Öl. Lass das jetzt schön einziehen. So, Mann, da ist ein super schöner Glanz zu sehen. Ey. Ich hoffe, ihr könnt das in dem Licht sehen. Ja, das ist so ein schöner seidenmatter Glanz auf der Oberfläche zu erkennen. Auch der Griff ist schön rund und weich und die ganzen Kanten. Ja, es ist geschafft. Das Schneidbrett ist fertig. Alles schön mit Wachs behandelt, geschliffen, beziehungsweise die Kanten auch schön abgerundet, geschliffen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, das hat so einen schönen seidenmatten Glanz bekommen. Und ich würde sagen, das ist eher ein Schneidbrett als das, was ich vorher gebaut habe. Wobei ich sagen muss, das andere Brett kann man ja weiterhin für Brot, zum Brot schneiden oder sowas, auch benutzen. Solange da keine Feuchtigkeit drauf kommt, wird es kein Problem sein. Bei dem ist es wiederum anders. Hier kann man wirklich alles drauf schneiden. Man muss es eben halt auch ab und zu mal pflegen. Ja,
einölen, in meinem Fall mit Wachs behandeln, und dann hält das auch lange. Liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt auch gar nicht viele Maschinen eingesetzt. Es ist ein einfaches Projekt gewesen. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos tun. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder in einem Projektvideo. Also, macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.